Hey Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch zur 51. Folge von meinem Vlog. Wir haben tatsächlich die 50 schon voll. Es ist unglaublich. Und da dachte ich mir, hey, sei mal wieder für die Leute da und beantworte ein paar Kommentare, beziehungsweise lese sie zumindest vor. Unter meinem Vlog, Part 50, Matthias Bojacek. Wahre Worte, Olodak ist das beste Zeug. Johannes Fricke, schade, dass es das Zeug häufiger nur in Dosen gibt. Zumindest da, wo ich wohne. Und dann auch nicht unbedingt in Supermärkten. Matthias Bojacek darauf. Bei mir ist es verschieden. An der Tankstelle gibt es die in Flaschen. Aber in türkischen Läden nur in Dosen. Dönerboden. Bisschen blöd, da man sie sofort austrinken muss. Johannes Fricke. Kenne ich von den Dönerbuden auch so. Dönerbuden, ja, natürlich. Nein, Spaß. Es gibt natürlich auch türkische Läden, die keine Dönerbuden sind. Gibt es auch in Deutschland. Ne? Zum Beispiel mit diesen ganz kleinen, wie soll ich mal sagen, diesen ganz kleinen Gemüseläden zum Beispiel oder diesen kleinen Ramschläden oder kleinen Supermärkten, die es da so gibt. Also türkische Läden gibt es auch in Deutschland und es sind nicht unbedingt immer Dönerbuden. So, mein Vlog Part 50 immer noch. Epic Schwitzer HD, Ketter, bester YouTuber. Wann kommst du wieder nach Gladbeck? Mal schauen. Und kommt dann mit nein, und ich werde auch nicht mehr auf YouTube über ihn reden, weil ich da gar keine Lust mehr drauf habe. Custom Zombies Purple Dimension Part 1 wird kommentiert von Epic Schwitzer HD. Bitte mit Facecam, wenn es geht. Nope, geht nicht. Habe ich schon drüber geschaut, ob man das machen könnte, aber nö. Vectic hat auch schon mal die Minecraft-Map gespielt. Ja, dann hat Vectic die schon mal gespielt. Er heißt ja auch Kevin. Ja. Zynex schreibt unter meinem Vlog 50, richtiger Kevin. Nee, echt nice. Obwohl ich kein Fan von Vlogs bin. Zwinker, Smiley. Ja, Brody, du mich auch. Nein, Spaß. Danke auf jeden Fall für den Kommentar. Und wenn er Vlogs nicht mag und trotzdem das Video abfeiern kann, dann hey, ist doch geil. Epic Schwitzer HD unter Purple Dimension Part 1. Spiel mal bitte die Map Harvest Moon. Oder Cheese Cup. Es tut mir leid, aber ich werde mir die immer alle runterladen, werde die mal alle anzocken. Und wenn ich Bock auf eine Map habe, dann werde ich die schon bringen. Keine Sorge. Mein Vlog 50, kommentiert von Shaman Queen. Der Kommentar, den du davor gelesen hattest, war echt heftig. Schon klar, dass man da stinkig, in Klammern wütend, wird. Ja, kann ich nachvollziehen. Dieser kleine Junge, oder wer das war, ey, da habe ich mir auch gedacht, hier. Madura Chan. Jetzt muss ich mal gerade. Ich muss mal gerade was nachgucken. Moment. So, okay. Weil ich habe noch ein paar Requisiten aufgehoben für später. Matura Chan. Matura. Ich hoffe, ich lese das richtig. Du hieß doch Nikita oder so, ne? Ich hoffe, dass das richtig ist. Schreibt, cooler Vlog. Danke dafür. Mach weiter so. Schau mal die anderen Videos an. Hoffe, bald mal wieder ein Hangout mit den anderen zu sehen. Ja, wir können gerne nochmal ein Hangout machen. Wenn ihr das wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das werde ich dann auf jeden Fall berücksichtigen. Shaman Queen schreibt unter Purple Dimension Part 4. Ganz schön untot die Nacht. Und wie schnell die zum Schluss hin alle rumliegen. Nice. Ja. Wobei eigentlich habe ich ja den Bodycount bzw. die Zahl der Gefallenen, wie es ja teilweise so nett heißt, auf Tiny gestellt. Von daher dürften eigentlich nicht so viele rumliegen, aber die Maps machen irgendwie eh, was sie wollen. Und ja, ich weise da mal ganz vorsichtig auf Rice hin. Du schaltest die Jumpscares aus und trotzdem kommen sie alle 20 Sekunden und es macht keinen Spaß mehr zu zocken. So, Matthias Bojacek unter Warzone, Part 1. Nice, dass du sie let's playst. Erst liken, dann anschauen. Na, das ist doch mal eine Aussage. Black Ops to Go schreibt unter Warzone Part 1. Schau dir mal in einer Let's Talk Folge das eine Video von mir mit den Problemen zu Hause an, bitte. Habe ich mir angeschaut, fand ich richtig lustig. Ich werde es euch mal verlinken unter das Video. Dann könnt ihr euch den Mr. Black Ops to Go auch mal anschauen. Warum sage ich immer Mr. Black Ops to Go? Das habe ich schon vor, was weiß ich nicht, wie lange gemacht. Ich mache den Fehler immer wieder. Also, sorry an der Stelle. Aber ich fand das Video lustig. Also, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und wenn ihr dann noch netter sein wollt, da gab es ein paar kleine Hater drunter unter dem Video. Und es wurde leider auch relativ schlecht bewertet, obwohl ich es echt lustig fand. Dann macht die Hater auch mal zu Sause, wie ich das mit meinem Kommentar gemacht habe unter dem Video. Also,
Seid frei, macht die Hater einfach mal platt, wenn ihr Bock habt. Johannes Fricke schreibt schwimmende Panzer am Anfang XD. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Ja, das stimmt. Käsetoast schreibt, viele schreiben immer, unter meinem Vlog 50, viele schreiben immer so viel in einem Kommentar. Und ich bin der Niveaulose. Ja. So, wie geht's weiter? Ich muss mal kurz gucken. Chris Zocker schreibt, neben einem Kind sitzen und hat gefragt, Moment, ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht. Da sind zwei Kommentare. Ich lese mal erstmal den obersten vor. Vielleicht ergibt das dann Sinn. Chris Zocker schreibt, was bringt es eigentlich, viele Abonnenten zu haben? Ich finde, man sollte öfter Aufrufe-Specials oder so machen. Neben einem Kind sitzen und hat gefragt, ob er was dagegen hat. Seit wann ist das Wort Kind maskulin? Hä? Es heißt ja nicht der Kind. Ich weiß nicht, was du... Tut mir leid, Chris. Ich weiß aber nicht, was du meinst. Wirklich, beim besten Willen, ich habe den Kommentar nicht ganz verstanden und in welchem Zusammenhang der jetzt mit dem Video steht. Destroytron X schreibt unter Warzone Part 1, wie ich heute erfahren habe, wird dieses Jahr Call of Duty Black Ops 3 rauskommen. Wirst du es dir holen? Nö. Ja klar, doch, natürlich hole ich mir das. Ich meine, ich kann euch doch nicht ohne Let's Play sitzen lassen. Hallo, da wird es wieder Zombies geben angeblich und als ob ich euch dann sitzen lassen würde. Ey, du hast aber gar keine Zombies gebracht. Bei Advanced Warfare hast du es ausgelassen. Nee. Das habe ich aus einem Grund nicht. Und zwar, weil ich den Zombie-Modus von Advanced Warfare scheiße finde. Auch wenn er dem anderen so ähnelt. Aber das hat einfach damit nichts mehr zu tun. Und wenn die Black Ops-Reihe zurückkommt, dann sind das Zombies. Und wenn es scheiße ist, dann eben nicht. Aber ich hol's mir zumindest. Und das wird auch das letzte Call of Duty sein. Bis auf die von Treyarch, die ich mir holen werde. Das ich mir holen werde, Entschuldigung. Shaman Queen schreibt unter U-Bahn Part 2. Headshot Master, richtig genial. Gepunchte Waffen, finde ich auch. Ohne gepunchte Waffen kommst du eh nicht klar. Vor allen Dingen auf solchen Maps wie Christmas Delivery. Matthias Bojacek schreibt unter Warzone Part 2. Also mir gefällt die Map sehr gut. weil sie wirklich das Zweite Weltkrieg-Feeling hat. Und ich mag hier Spiele, die entweder in unserer Zeit sind oder Vergangenheit. Zukunft ist nicht so mein Ding. Entschuldigung, das war einfach gerade zu unnötig. Du kannst gerne ins Video kommen. Kannst gerne hier. Jetzt muss ich mal einen auf schlecht machen, warte. Moment, ich scroll mal eben mit dem Schnabel. Das ist so eine Handpuppe. Wie geht das? Okay, warte. Das ist so scheiße. Warzone Part 2 wird kommentiert von Johannes Fricke. 14:22. Trifft das nicht auf die meisten Lehrer zu? Ja, okay, dem wird von den Kommentaren ganz schlecht. Ich weiß jetzt auch nicht warum. So, hier. Hallo. So, okay, weiter geht's. Oh Mann. Mein Vlog Part 50. Nicht, dass da draußen noch irgendwer denkt, ich wäre wahnsinnig oder so. Wenn ihr mal sehen könntet, draußen ist es echt fast schon total scheiß dunkel. Aber es leuchtet einfach, als wäre draußen der Himmel. Ich meine, what the fuck, ist die Kamera irgendwie ein bisschen gestört oder so? Was ist los hier, Alter? Verstehe ich gar nicht. Bestes Gesicht, ich habe es gerade selber gesehen. Hami Tarzan schreibt auf jeden Fall unter meinen Vlog Part 50. Ich freue mich so sehr, dass es dir wieder besser geht. Dankeschön. Hier, das ganz große Herz für dich auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Jeder Vlog von dir ist einfach supi. Und danke für das Herz, sehr süß von dir. Oh... Gut, das ist ja schon mal immerhin ein bisschen besser. Daraufhin habe ich dann geschrieben, dass ich das doch gerne mache und dass es mir dann doch wieder scheiße ging an dem Tag, weil alles anscheinend auf der Kippe stand. Okay. Ja, WhatsApp-Nummer auf Anfrage. Spaß. Nicht, dass nochmal so eine 14-jährige Bitch anruft. Auf jeden Fall, Hami Tarzan da drauf. Oh nein, das tut mir leid. Was ist denn los? Kann verstehen, wenn du das nicht öffentlich machen willst. Aber denk dran, deine Abonnenten sind immer für dich da. Hoffe, es geht dir bald besser.
Hab jetzt dann geschrieben, hat sich mittlerweile wieder gebessert. Ich habe mir nur unnötige Sorgen gemacht. Ja, und weiter will ich darauf jetzt auch nicht eingehen. Daraufhin meinte sie dann, oh, dann ist ja gut. Ich mag es nicht, wenn es dir schlecht geht. Oh, das ist. Ey, ich kann nur ständig das Herz in die Kamera halten, weil ich das irgendwie gerade voll süß finde, dass ihr, dass allgemein Zuschauer so fürsorglich sind und das. Ich finde es nice. Absolut nice. Und will euch einfach nur dafür danken. Das ist total cool von euch. UNLP schreibt unter Warzone Part 2. Hey Kettenhacker, könntest du bitte mit den anderen Buraki, Smoke, Usa, etc. aufnehmen? Daraufhin antwortet Last Gamer Z. Naja, Buraki. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir verstehen uns nicht und wir also nicht mehr und wir werden nie wieder zusammenarbeiten. Also bitte keine weiteren Fragen. Danke. Kommentar von Last Gamer Z. Die Map hat keine besonderen Waffen oder Perks, aber sie ist gigantisch und diese Atmosphäre hat auch irgendwie was. Ich fand das Zombie-Spielchen am Anfang süß. Oh, Dankeschön. Soll ich das jetzt machen? Naja, gut, okay. Hier kriegst du auch ein Herz. Und dann noch ein Kommentar. Ich kann's verstehen, dass es langweilig ist mit WAW-Waffen. Thompson, PTRS 41, diese Sniper, und PPSH. Ey, nichts gegen die PPSH, die ist geil. Und so weiter. Sind schon geile Geräte. Ach so, ja, du kleiner Schlingel. Aber die Waffen sind für mich sehr eintönig und kontrastlos. Ja, das stimmt, World at War, das sieht wirklich alles irgendwie so ein bisschen grau aus. Total langweilig, einödlich und total für den Arsch. Gebe ich dir recht. Also ich mag es auch, wenn eine Mischung aus Black Ops Waffen und World at War Waffen, das reicht eigentlich schon. Und vielleicht noch ein paar Multiplayer Waffen dabei. Das ist nice. Was wird noch kommentiert? Custom Zombies auf Warzone Part 3, kommentiert von Matthias Bojacek. Runde 20 ist ja ganz okay. Das mit dem Quick Revive ist ein bisschen shitty, da es im Singleplayer nichts bringt. Genau wie bei der Riese und den anderen World at War Maps. Ich spiele die Map aber eh mit meinem Cousin. Bringt mehr Fun als alleine. Kann man ja immer quatschen. Das stimmt, deswegen wollte ich mir unbedingt auch noch ein paar Leute dazu holen, aber irgendwie ist im Moment keiner online und boah, gestern, ne? Ich hätte mich sowas von erschießen können. Das könnt ihr euch auf meinem Zweitkanal mal anschauen, jetzt ohne irgendwelche Werbung extra dafür machen zu wollen. Aber wirklich, gebt euch das einfach mal. Ich meine, das ist der zweite Part der zweiten Aufnahme auf Christmas Delivery war das. Das habe ich mit Natalie aufgenommen, hat richtig Spaß gemacht gestern. Auf einmal, ich schieße auf einen Zombie, auf einmal bin ich im Menü und da steht irgendwie, ja, Target-Failer oder irgendwas mit dem Ziel auf jeden Fall oder keine Ahnung, frag mich nicht. Das ist auf jeden Fall richtig scheiße gelaufen. Und ja, dann habe ich überlegt, das, was du hast, lädst du zumindest noch auf den Zweitkanal hoch. So mache ich das ja auch immer, wenn ich verrecke nach 40 Minuten oder so, wenn die Aufnahme für den Arsch ist, dann. Aber ich habe ja viel erzählt und warum sollte man es wegschmeißen, ne? Es ist ja wie wenn man was wegschmeißt, nur weil das MHD abgelaufen ist. Stimmt's, Kevin? 8th Turn and Raid schreibt: Meinst du das DP28 oder das DPM44 von der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg? Das war diese Spezialwaffe, von der ich geredet hatte. Und ich habe mir beides angeschaut bei Google Bilder mittlerweile und muss sagen, ich sehe jetzt keinen Unterschied, aber auf jeden Fall so sieht die Waffe aus. Dominik Teubner schreibt, spiel mal bitte die Simpsons oder Family Guy, also als Custom Zombie Map. Muss ich mal gucken, ich habe erst SpongeBob gespielt und habe immer noch Albträume davon, also in Bikini Bottom. Das war so scheiße und ich musste als Patrick spielen. Uäh. Naja, was soll's. Theo App schreibt unter meinen Vlog 50. Du hast die 50 geknackt. Applaus, Applaus. Jetzt alle klatschen und ausrasten. Aber nicht zu heftig, sonst fällt Ketter vom Stuhl. Ah, meine Knie, Alter. Ja, das könnte passieren unter Umständen. Mein Knie. Fuck, Alter. Oh Mann, sowas sollte eher in die Outtakes, aber egal. Ich bin ja YouTuber und da muss man sowas auch immer machen, auch wenn es weh tut. Aua. Scheiße. Mann, ey. Kann ich euch wenigstens mal das YouTube-Money zeigen, ey? 35 Cent. Alles von euch. Dankeschön. 35 Cent. Oh, das ist auf meinem Handy gelandet. Aber egal. Gut, weiter geht's nochmal mit Theo App.
Ich feiere den Namen Matthias Pujacek irgendwie. PS, bin auch wieder aus meinem 2 Monate Urlaub da. Okay, nice. Warzone Part 1 kommentiert von N37 Imps. Ketter allein am Strand. Ganz allein, ohne Holly. Ja, ich weiß, das Niveau nimmt gerade ab und ich sollte vielleicht mal das Licht einschalten. Es wird echt dunkel. Ich habe sowieso gleich noch ein bisschen was mit euch zu bereden. Ja, das könnte ich euch eigentlich auch mal zeigen. Nein, Kondome muss ich nicht in die Kamera halten. Okay. Ja, auf jeden Fall, scheiße, ich weiß, alleine am Strand kann ich nicht viel sagen. Ne, wirklich, so nach dem Motto Kevin allein zu Hause, Ketta allein am Strand, ne, ist ja ungefähr dasselbe. Nur halt die Location ist anders, ich bin ja auch so ein Kevin. Moment, mal kurz Licht einschalten. Und es werde... Gott sagte, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Spaß, er hat Justus gesagt, schalt mal Licht ein. Und er hat's gemacht. Justus, der Lehrling. Wir sind wieder da. Oh Mann, es wird so viele böse Kommentare hageln nach diesem Video. Ja. Custom Zombies auf Warzone. Das sieht jetzt gleich viel besser aus. Echt, von den Lichtverhältnissen sieht es viel, viel besser aus. Von den Lichtverhältnissen, ohne Scheiß, wirklich, ich schwöre. Warzone Part 3 wird kommentiert von Hami Tarzan. Ich mag deine Vlogs ja lieber. Habe zu solchen Zombie-Spielen keinen Zugang. Seh dich lieber in Real-Life-Videos. Wie wär's mal wieder mit einem Let's Eat? Du bist so lustig, X3. Oh, das ist... Wo hab ich das Kissen? Nein! Ich hab's da hinten hingeschmissen, das Kissen. Oh nein, wie kann ich nur? Achte einfach da aufs Fenster. Das Ding da. Nee, die Birne weg. Moment. Nee, das ist über Kopf, so scheiße. Da, das Herzchen, das ist dieses Mal jetzt für dich, so, und für den netten Kommentar. Ja. Und ich weiß nicht, also, nee, auf sowas wie ein Let's Eat habe ich überhaupt keinen Bock mehr, also, nicht mal für dich. Will ich, das würde ich für keinen Menschen auf der Welt machen. Dass ich hier vor der Kamera irgendwas essen will. Und nicht vergessen. Nicht mal für meine Eltern. Genau. Also, wirklich, ich würde das niemals machen oder so. Gar nicht. Null. Ich schwöre auf USB-Stick. Autsch. Ich hole nochmal mit dem Bibo. Vielleicht fällt mir noch was Lustiges ein. Das waren bis heute alle Kommentare. Für heute alle Kommentare. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für uns hier. Das ist der Bibo und für den gibt es jetzt was Besonderes, was Leckeres. Ein PlayStation-Controller. Alter! Oh. Alter, was ist los mit dir? Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du Xboxer bist. Okay, Bibo, bring mal einen bösen Witz. Bring mal einen bösen Witz. Soll ich das machen? Ja? Ja, soll ich das machen? Ja. Ihr denkt, das ist wahrscheinlich irgendwie ein bisschen komisch, aber ich habe einfach Spaß dran. Das ist eine schöne neue Idee, die hatte ich für einen Blog, wollte ich einfach mal durchboxen. Also passt auf. Bibo, erzähl uns mal einen Witz. Ich halte mich in der Zeit zurück. Okay, Kinder. Wie heißt das Zaubermittel, mit dem man jede Frau ins Bett bekommt? Keine Ahnung, Liebe? Nein, du Idi, Chloroform. Dem will ich nicht nachts begegnen. Was hast du gesagt? Nichts, nichts, nichts. Fuck, dieser scheiß Vogel. Verpiss dich, Junge. Nein, verpiss dich, Mann. Oh, Alter. So, am Hals. Warum ist der so bisswütig?
Ich wusste, ich muss dem Typen seine Pringles geben, sonst rastet der heute wieder so aus. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, bezüglich des Let's Eats, ich hoffe, euch gefällt das Video, weil ich es mal ein bisschen lustiger, was heißt lustiger? Ich habe es ein bisschen abgespasteter dargestellt, als ich jetzt eigentlich bin. Vielleicht fanden das ja einige lustig, wer weiß. Ich hoffe, ihr konntet lachen. Was ich sagen wollte, hier kann man nicht viel von sehen. Gamescom-Tickets. Am 8. August bin ich da. Badam, bada. Ihr kennt wahrscheinlich Pushbullet. Wenn ihr euch die App runterzieht, ich habe da eine Seite und so können wir uns da irgendwann mal alle treffen, wenn ihr Bock habt. Ja, das war meine kleine Überraschung für euch. Ich freue mich schon auf Holly und oh, ihr glaubt gar nicht, wie geil die nächsten Tage werden. Ich muss erstmal ein bisschen erzählen hier. Also passt auf, ohne Palaver mit Waffengelaber. Am 14. Grand Theft Auto 5 PC. Kommt ein Let's Play. 17. Postal 2 Paradise Lost. Kommt ein Let's Play. 24. Dead Island 2. Kommt ein Let's Play. Schon Bock oder nicht? Wie sieht's aus? Custom Zombies könnte etwas zurückfallen. Ich versuche aber trotzdem mein Bestes zu geben. Werde mich vielleicht gleich nochmal in eine Aufnahme setzen, wenn es alles klappen sollte. Vielleicht ist Nico ja online. Ich hoffe es. Aber erstmal muss die ganze Scheiße hier hochgeladen werden. Und ich weiß auch nicht, ob der Sonntag gegen 22 Uhr Zeit hat. Wird schwierig. Ja. Gut, ich habe jetzt hier lange genug rumgespaßt. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Video. Nicht wahr, Kevin? Und gut. Wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Schlagt ein paar Sachen vor, bitte, wirklich. Weil sonst muss ich hier über meine... Warte, um was ging's? Genau, wir haben in der Schule, beziehungsweise im BZ, haben wir mal über Krieg geredet. Darüber wollte ich dann reden, mit Stichpunkte und so. Das wird dann richtig interessant, ich schwör's euch. Und wir haben über Streik geredet, auch richtig mit Stichpunkte. Und like Deutsche Bahn. Nein, das natürlich nicht, sonst hätte das jetzt doch noch irgendwie ein bisschen schwerere Ausmaße angenommen. Was ich euch zuletzt noch sagen wollte, ist im Grunde nur, demnächst, wenn ihr mal Bock habt, ich habe ein Gutachten gekriegt. Was heißt ein Gutachten? Eine Teilnehmerbeurteilung, beziehungsweise Verhaltensbeurteilung. Und ich wollte euch mal wollte von euch mal wissen, ob ihr das mal vorgelesen haben wollt. Das könnte bis zu 10 Minuten dauern, wo ich sozusagen nur vor dem Zettel sitze und euch was vorlese und ab und zu mal lachen muss. Aber wollt ihr das haben, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, ich hab euch ganz da lieb und so. Hier, das Herz da hinten. Wo ist es denn? Wieso kriege ich das nicht hin? Versucht mal spiegelverkehrt auf irgendwas zu... Ja, genau, da, das Herz, da... Genau, okay. Gut, die letzten paar Minuten ist nicht mehr viel passiert, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, hat mich heute extra nochmal gestylt für das Video. Und jo, schaut beim nächsten Vlog auch wieder rein. Ich hab euch ganz doll lieb. Und man sieht sich. Kevin.